Sie verließ den Raum, um Lottecke zu holen. Als sie jedoch aus der Tür trat, wurde mir erneut schwindelig. Ich hatte keine Kraft mehr und verlor erneut das Bewusstsein. Zumindest dachte ich dies. Ich hörte eine Stimme. Du bist wach, ein Glück. Im nächsten Moment sah ich eine mir unbekannte Gegend. Trotzdem wirkte sie vertraut. Es war ein weiter Strand. Dort sah ich zwei Pokémon. Eins von ihnen war gerade erst aufgewacht. Es schien bewusstlos gewesen zu sein. Ich versuchte mit ihnen zu reden oder zu verstehen, was hier vor sich ging. Doch sie konnten mich anscheinend nicht sehen. Ich versuchte angestrengt mir zu erklären, weshalb mir all dies bekannt vorkam. Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz. Mein Gedächtnis kehrte wieder zurück. Im nächsten Moment wurde mir wieder schwarz vor Augen und ich hörte wieder eine Stimme. Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Kapitel 7. Alles auf Anfang. Diese Stimme kam mir wieder sehr bekannt vor. Ich wachte langsam auf und spürte wieder deutlich meine Verletzungen, die ich aus dem Kampf erlitten hatte. Als ich mich umsah, erkannte ich die Gegend genau. Die Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald. Direkt vor mir stand Lottecke. Endlich bist du wach, ich wollte gerade nach Silberdorf, als du plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht bist. Wer bist du? Es war alles genauso, wie an dem Tag, an dem ich in dieser Welt angekommen war. Ich war verwirrt, da Lottecke anscheinend vergessen hatte, wer ich war. Du kennst mich doch, was ist hier los? Er sah mich merkwürdig an. Ich weiß selber nicht, was hier los ist, aber woher soll ich dich denn kennen? Du bist hier gerade nur wenige Meter vor mir wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ich erschrak, da ich eine Vermutung hatte, was passiert war. Ich bin durch irgendetwas, das ich mir nicht erklären konnte, in der Zeit zurückgereist. Ja, es ist nicht so wichtig. Lottecke sah mich immer noch seltsam an, aber schließlich sagte er, ich weiß zwar nicht, was das Ganze jetzt soll, aber du siehst nicht böse aus. Du bist ziemlich schwer verletzt. Wenn du möchtest, kannst du erstmal mit zu mir kommen, um dich auszuruhen. Ich nahm das Angebot selbstverständlich an und hoffte zu erfahren, weshalb ich hier war. Also half Lottecke mir zu ihm nach Hause und ich verbrachte dort allein den Nachmittag, während er in Silberdorf war, wie beim letzten Mal wir beide es gewesen waren. Während ich in dieser Zeit überlegte, wie ich hierher gekommen war und weshalb, wurde ich von einer merkwürdigen Stimme unterbrochen. Sie klang nicht wie die von Latias, auch wenn ich es zuerst vermutet hatte. Günther, hör mir gut zu. Zeit drängt. Du bist wieder an dem Punkt, an dem alles begonnen hat. Ich konnte dich mit großem Kraftaufwand hierher befördern. Du konntest die Bestimmung, die dir gegeben wurde, nicht erfüllen. Die Verletzungen aus deinem Kampf wären tödlich ausgegangen, wenn ich dich nicht in der Zeit zurückgeschickt hätte. Du bist hier, um dafür zu sorgen, dass dieser Kampf einen anderen Ausgang bekommst. Wenn du es nicht schaffst, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Dann ist die Welt verloren. Verändere die Zukunft. Viel Glück, Günther. Die Stimme verschwand so schnell, wie sie herkam. Doch durch diese Erklärung verstand ich, was zu tun war. Und ich arbeitete, solange ich Zeit hatte, einen Plan aus. Ich sah nur eine Chance, es irgendwie zu schaffen. Ich wusste, einen Kampf wie diesen könnte ich nicht gewinnen. Mein Plan war sehr riskant und die Wahrscheinlichkeit, dass er funktionieren würde, lag gegen null. Doch ich hatte keine andere Wahl. Die Tage, die ich letztes Mal verbrachte, um Informationen über Latias und Necrozma zu sammeln, nutzte ich dieses Mal, um mich zu regenerieren. Mir war klar, alles würde genauso ablaufen wie letztes Mal. Nur, was ich sehr seltsam fand, Latias meldete sich in meinem Traum kein einziges Mal. Meine Verletzungen heilten sehr schnell, doch ich wusste, ich würde selbst durch meinen Plan wieder große Schäden erleiden. Doch es war nicht abzuwenden und es war der Plan,
nicht so viel Schaden zu nehmen wie ursprünglich. Ich wusste wie, aber es war eine sehr unsichere Sache. Schließlich kam die Nacht, auf die ich die ganze Zeit gewartet hatte. Es war alles exakt so, wie ich mich erinnerte. Ich konnte nicht einschlafen und hörte Geräusche. Vor mir war ein mysteriöser Schatten und als ich ihn bemerkte, schlug er mich K.O. Ich ließ mich nicht auf einen Kampf gegen ihn ein oder wehrte mich. Ich wusste, es hätte nichts gebracht, da ich das Gefühl hatte, es waren noch mehr Schatten hier. Wenn ich ihn angreifen würde, würden sie ihn alle unterstützen und ich hätte keine Chance. Also ließ ich mich auf das Ganze ein, wie gehabt. Ich brach aus, wanderte durch den Wald und traf schließlich auf das Chillast, was in Wirklichkeit ein getarntes Soroa war. Ich spielte das Spiel mit, denn ich wusste, auch hier wäre ich in derselben Situation wie in der Nacht und es wäre vorbei, wenn ich kämpfen würde. Wir wanderten somit zu zweit für etwa eine Woche, bis wir an der mir zu bekannten Klippe ankamen. Ich stellte mich bereit an die Klippe und sagte, ohne das Pokémon anzusehen, so, jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem du mir zeigst, dass du ein Soroa bist. Und deine Freunde kommen aus dem Gebüsch, richtig? Alter, ich kann nicht Seiten umblättern. Daraufhin stotterte es nur, was, wohin? Ist eigentlich egal. So begann der Moment, in dem sich alles entschied. Ich sah meine Feinde siegessicher an. Sie wirkten sehr verunsichert, da ich wusste, was ihr Plan war und trotzdem war ich hierher gekommen. Ich sah sie weiterhin an und ging dabei langsam rückwärts. Ich durfte es nicht zu einem wahren Kampf kommen lassen. Nach nur wenigen Schritten merkte ich, dass ich stürzte. So weit, wie ich gekommen war, hatte mein Plan funktioniert. Nur konnte ich nur hoffen, dass alles funktioniert hatte, dass ich durch den Sturz von der Klippe weniger Schaden nehmen würde, als wenn sie mich angreifen würden. Ich fühlte einen zuckenden Schmerz und auf einmal schreckte ich auf. Kapitel 8 Antworten. Ich befand mich wieder in Lord Eckes Haus. Ich hatte wieder zahlreiche Verletzungen erlitten, doch ich wusste, mein Plan hatte irgendwie funktioniert. Ich hörte wieder zwei Stimmen aus dem Nebenraum. Aber was machen wir, wenn Günther es nicht schafft, die Vergangenheit zu ändern? Wie sollen wir dann Necros mal besiegen? Wir dürfen gar nicht erst daran denken, dass er scheitern könnte. Es wäre fatal und unsere Siegeschancen würden dezimiert werden. Also bete lieber, dass es funktioniert. Eigentlich müsste er die Schlacht inzwischen geschlagen haben. Ich gehe nachsehen, wie es um ihn steht.